Was geht YouTube und herzlich willkommen. Es ist soweit, Freunde. Heute gibt es mein erstes Spiel im United World Cup. Das ist jetzt das Hinspiel gegen den Gamer Brother. Um mal das für die Leute zu erklären, die vielleicht eher COD kennen von mir oder so. Das ist ungefähr so, als würde ich ein One-on-One gegen Monte machen. Boah, der Stuhl ist kaputt gegangen. Nee, Monte wäre sogar zu gut. Als ob ich ein One-on-One gegen einen Recruit-Bot machen würde. Ja, ich glaube, das trifft es sehr gut. Also, um das mal so zu erklären. Ich spiele jetzt im United World Cup mit. Es gibt zwei Gruppenspiele. Ich habe Tabak bekommen und ich habe Gamer Brother bekommen, habe ich schon erwähnt. Und Leute, heute gibt es die beiden Spiele gegen Gamer Brother. Das ist das Hinspiel. Das habt ihr vielleicht gesehen, wenn ihr bei Simon das Rückspiel gesehen habt oder andersrum. Also ich würde euch empfehlen, das hier natürlich zuerst zu schauen, dann das bei Simon. Ist natürlich ganz oben verlinkt, Freunde. Ich werde jetzt geschlachtet und zwar zweimal hintereinander komplett auseinandergenommen, weil der Typ hat die ganze Saison Weekend League durchgespielt. Ich habe seit September gar nicht mehr gespielt, bis auf jetzt für diesen World Cup. Das heißt, es ist einfach nur Spaßveranstaltung. Gucken wir mal, wie sich das entwickelt, ob ich zweistellig verliere oder nicht. Ich denke mal, um mehr wird es nicht gehen, aber ist auch eigentlich egal, weil mir hat das Projekt mega Bock gemacht und ich hatte ein bisschen Abwechslung auf Scorpion Plates in letzter Zeit. Deswegen, ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich wollte schon immer mal richtig geschlachtet werden und ich denke mal, das ist heute, der Tag ist heute auf jeden Fall gekommen, Leute. Na gut, ich warte schon in der Lobby auf ihn, zeige ich euch mal hier eben ganz kurz. So, hier, also ich bin ja Uruguay. Gut, dass ihr mir beim letzten Mal geschrieben habt, dass man die Dingens nicht mehr wechseln darf, dass man nicht auswechseln darf. Das habe ich jetzt nämlich endlich gecheckt, also werde ich nicht auswechseln. Ich werde natürlich die Formation ändern am Anfang wegen Chemie und so, damit meine Spieler trotzdem auf der richtigen Position spielen. Das macht ja jeder so. Leute, ich muss gerade sagen, ich freue mich gerade drauf. Das wird auf jeden Fall echt witzig. So, er wird jetzt jede Sekunde joinen. Nochmal kurz ein letztes Bild von mir schicken. Ja, das ist gut. Das Bild hat er jetzt hier bekommen. Da kommt jetzt auch direkt ein Memo zurück. Ach so, und denk dran hier, ne? Weil es eben in deiner Folge da war, die du letztens gebracht hast. Du darfst nicht wechseln. Das hatten mir ein paar geschrieben. Denk dran, Brasco. Okay, er macht richtig ernst, Alter. Ja, da kommt auch direkt das Bild zurück. Sehr gut, okay. Also Leute, Gamer Brother, der alte Abonnent von mir, von damals, wird mich jetzt auf YouTube demütigen. Freut mich. Das war's mal wieder komplett. Wenn er jetzt langsam mal reinjoinen würde, wäre natürlich auch gut. So, Freunde, also, das wird doch lustig jetzt. Uruguay gegen, jetzt kommt das Team. Na, wo ist es? Wie viele Teams er hat. Wie kann man so viele Teams haben, Digga? Oh mein Gott, er hat so viele Teams. Das war's wieder komplett. Na, Vertrag war leer bei seinem Spieler, okay. One eternity later. So, Freunde, also, es geht los. Uruguay gegen Germany. Das wird legendär. Schauen wir uns doch mal das deutsche Team an. Im Übrigen muss er ja nicht nur deutsche Spieler haben. Tja, jetzt ist es soweit. Er wird gerade lachen vor seiner Konsole. Mir ist es aber egal, Freunde, denn dieses Team hier gilt es jetzt zu schlagen, Freunde. Ihr wisst ja noch sicherlich, wie mein Team aussieht, beziehungsweise ich zeige es euch ja eh gleich nochmal, weil wir ja nochmal wechseln, beziehungsweise nicht wechseln, sondern die Formation ändern. So, also. No, 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 no. Die Aufstellung wird jetzt gechanged. Wo ist die, die ich brauche? Die, ganz genau. So, das wird jetzt getauscht. Dann wird das getauscht. Das getauscht. Und das getauscht, Freunde. Ich lasse mich Vera weiter vorne spielen als Paulinho. Hoffen wir einfach mal, dass sich das auszahlt, Leute. Er hat wahrscheinlich seine Formation auch jetzt geändert. Oder vielleicht muss er das gar nicht. Ich weiß es gar nicht so genau. Let's go. Also, los geht's. Der United World Cup. Ich bin nicht mal eingespielt, Digga. Ich werde so vernichtet. So, hier, jetzt wird erstmal ein bisschen auf Ballbesitz gespielt hier gegen den... Ah! Er wird mich auch demütigen, Leute. Er weiß ja, dass er das jetzt machen kann. Oho. Uh-oh. Er schießt nicht, Digga. Das war entweder Absicht oder er hat so gechoked. Aber wir geben natürlich trotzdem unser Bestes, auch wenn wir hier Witze machen und so, klar. Ja, letztendlich will der Uruguay auch hier nicht komplett vernichtet werden. Auch wenn es jetzt leider das 1:0 dann doch gefallen ist, Freunde. Ja, ich würde sagen, es hat aber relativ lange gedauert. Okay. Das ist ungefähr so wie Celos für mich von der Anstrengung bei ihm. Ich meine, jetzt, klar, muss er nicht alles geben, aber so allgemein. Oh! Boah, scheiße, Digga. Sein Reus ist so stark. Ganz genau so. Au, da kleiner Fehler hier. Nein. Oh, Muslera, Digga. Du bist eine Legende. Digga, was war das? So, komm, Messi. Lauf, 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 lauf.
Nein. Da waren wir mal vorne, Leute, und da hat das Herz mal kurz schneller geschlagen. Ach, ich freue mich einfach über das Video. Es macht einfach... Oh, Godin netzt hier selber ein, Freunde. Godin mit dem Eigentor zum 2:0. Beziehungsweise könntest du es als Reus-Tor zählen? Der zählt sogar als Reus-Tor. Na gut. Müssen wir jetzt mal den Anstoß-Hype ausnutzen, mal einen Torschuss vielleicht produzieren. Von Lionel Messi? Ah. Dann haben wir wenigstens unseren Torschuss gemacht, Freunde. Das muss sein. Das Ding ist, ich hätte es gerne einmal so mit einigermaßen, was natürlich dazu kommt, dass er viel besserer Spieler ist, natürlich auch, dass er ein viel besseres Team hat. Das ist halt auch so eine Sache. Ich hätte gerne mal mit gleichwertigen Teams gegen ihn einfach mal so gezockt zum Ründchen. Aber vielleicht können wir das ja irgendwann mal nachholen. Klar wird er mich da auch smoken, aber nicht ganz so schlimm. Boah, ich habe so Angst vor Salah. Er ist echt stark. Oh, Freunde. Habe ich natürlich gesehen. Ja, das war ja easy. Ah! Die Koksnase war weggehauen. Ach, Godin, das war's wieder komplett. Maradona, bester Mann, ohne Witz. Bei der WM, wie er die Mittelfinger gezeigt hat, ich habe mich so kaputt gelacht. Oh, jetzt Messi hier mit dem Bällchen. Messi, 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 Messi. Oh, gut getackelt. Das muss man natürlich auch lassen an der Stelle. Nicht schlecht getackelt. Oh, nein. Oh, da habe ich mal wieder das Glück erzwungen, Freunde. Hey, mein Verteidiger macht nichts. Ah, und da gibt es die nächste Ecke, Freunde. Ah, das tut natürlich weh hier, das 3:0. Aber geht. Ich habe mir gesagt, unter zweistellig bin ich eigentlich zufrieden, Freunde. 12 seconds later. Boah, Godin mit dem großen Patzer hier. Und dann fällt das 4:0 leider auch noch vor der Pause. Ach, Freunde, da machst du nichts. Da machst du einfach nichts. Irgendwer hat geschrieben bei Twitter, wenn ich einen Punkt in der Gruppenphase hole, dann rasiert er sich eine Glatze. Aber wie soll ich einen Punkt holen mit dem Team? War ja meine eigene Schuld, dass ich mit dem Team, dass ich das Team nicht geupgradet gekriegt habe so richtig. Mal so ein Fehlerchen vielleicht, dass ich nochmal aufs Tor schießen darf, aber er lässt mich gar nicht aufs Tor schießen. Okay, 4:0 zur Pause, Leute. Einen Schuss aufs Tor haben wir gemacht und Ballbesitz gar nicht so schlecht. Ich hätte gedacht, ich habe viel weniger. Also 43%. Da hat natürlich mein Spieler schon die ersten Problemchen, hier den Ball richtig anzunehmen. Das kennt man natürlich so von den Jungs, weil die einfach auch ballbesitzmäßig ja nicht so die allerbesten sind. Digga, jedes Mal dieser Move, ne? Immer schön mit dem Rücken zum Tor, kannst du nichts machen. 5:0, Freunde! Hey! Egal, im Rückspiel gleicht das noch aus, Leute. Das ist ja alles jetzt Absicht. Auf seinem Kanal werde ich ihn natürlich dann auseinandernehmen. Er hat ja sogar mal 8:0 bei Fatal verloren gegen Pro Owns. Oder 8:1, irgendwie sowas. Schreibt mir in die Kommentare, wie das Ergebnis damals war. Vera. Ah, Vera, leider zu schlecht gegen Boateng. Rika, Leute, das sind die Jungs, die wir alle schon kennengelernt haben über die letzte Zeit. Aber Vera ist wirklich Katastrophe. Der ist der schlechteste Spieler, wirklich. Weil der halt Stürmer ist. Der kann nichts. Wenn kein Wunder passiert, wird das hier auch wahrscheinlich das vorletzte FIFA-Video auf Scorpion Place sein. Außer natürlich bei FIFA 19, wenn ich wieder Bock habe, ein bisschen Geld zu verbrennen. Aber ihr kennt das, Leute, am Anfang alles entspannt. Ja, genau, weil nämlich dann das Spiel gegen den Tabak noch kommt. Und dann, ja, wird erstmal gechillt, denke ich mal. Ja, aber jetzt mache ich es eben wenigstens ein bisschen schwerer. Boah, Digga, genau solche Moves kann ich nicht mal. Das Ding ist, seine Spieler sind... Nope. Rika! Rika nimmt den Ball nicht mit, Digga. Er nimmt den Ball einfach nicht. Der Ball liegt da, sagt sich so, nö. Er holt den Ball aus dem Tor. Er will es jetzt zweistellig machen. Ich hätte Abwehrriegel spielen sollen, ich Vollidiot. Nicht faulen. Ja, okay, das war's komplett. Oh, Muslera, Weltklasse hier. Ah, Muslera wieder am Start. Guck mal, wie Salah einfach durchläuft durch meinen Spieler. Ey, Mann, fall doch hin, Junge. Muslera, Digga. Muss los eher, Digga. So, jetzt versuchen wir einfach mal dieses Päschen hier. Und Messi kann den Ball nicht mitnehmen, wie traurig. Wie traurig, Leute. Also muss man meinen Jungs ja lassen, dass sie hier kämpfen. Das muss man den Jungs einfach mal lassen. Ist mir ja schon immer in den Folgen aufgefallen. Jetzt wird hier auch noch getrickst. Jetzt komm, fang Gundes, Digga. Jetzt lässt er mich das Tor. Ja, danke für das Tor, Digga. Oh, ich hab den Pass wirklich durchgekriegt. Ich weiß nicht, ob er den Pass schon zugelassen hat. Rika nochmal hier. Jetzt werden hier die Pässe auch noch richtig exotisch. Ah. Suarez.
Ja, aber das ist eine ganz schwache Flanke. 6-1, Leute, für den Gamer Brother. Ist in Ordnung, würde ich sagen. Dann sehen wir uns im nächsten Gruppenspiel am Samstag wieder gegen den einen Tabak, Freunde. Ich würde sagen, hat Spaß gemacht. Jetzt checkt natürlich das Rückspiel ab. Ganz klare Geschichte, Leute. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, bis dahin und ciao.